Erwachen. Der chinesische Mondkalender bildet einen traditionellen Bestandteil der chinesischen Kultur. Bis heute dient er als Berechnungsgrundlage wichtiger Feiertage wie dem Frühlingsfest. Zudem findet er in der Landwirtschaft, der Astrologie, im Feng Shui und in vielen anderen Bereichen Anwendung. Auch für die Pflege der Gesundheit von Körper und Geist liefert er wertvolle Impulse, stets verbunden mit dem Ziel einer umfassenden Harmonie zwischen Mensch und Natur. Mit dem Frühlingsfest beginnend gliedert der chinesische Mondkalender das Jahr in 24 sogenannte Qi-Phasen mit ganz unterschiedlichem Charakter. In der nun laufenden dritten Qi-Phase steht der Frühling vor der Tür. Typischerweise bringt er Regen mit sich und gelegentlich sogar ein Frühlingsgewitter, dessen Donner, symbolisch betrachtet, die Insekten weckt und mit ihnen alle Menschen, Tiere und Pflanzen aus dem winterlichen Schlaf rüttelt. Es ist eine Zeit des Erwachens und des Aktivierens der Lebenskraft. Durch den kalten Winter sind unsere Sinnesorgane träge geworden. Mit der aktuellen Meditation wollen wir sie daher wecken, anregen und zu neuer Sensibilität führen. Suche einen Ort auf, der dir angenehm ist und an dem es dir möglich ist, ungestört zu entspannen. Du kannst die Meditation im Sitzen, im Halbliegen oder im Liegen durchführen. Wenn du im Sitzen praktizierst, stehen die Füße in Schulterbreite parallel nebeneinander. Lege die Hände entspannt auf die Oberschenkel. Wenn du im Halbliegen oder Liegen praktizierst, so liege auf dem Rücken. Die Beine sind gerade und entspannt. Die Hände befinden sich entweder auf dem Bauchnabel oder neben dem Körper. Schließe sanft die Augen. Lege deine Zungenspitze leicht an den oberen Gaumen. Lächle. Dein ganzer Körper ist tief entspannt. Dein Geist ist ruhig. Denke an einen weiten blauen Himmel, an das grenzenlos weite Universum. Denke an dein Bauchinneres, an den Nierenbereich. Denke an einen weiten blauen Himmel, an das grenzenlos weite Universum. Denke an dein Bauchinneres, an den Nierenbereich. Denke noch einmal an einen weiten blauen Himmel, an das grenzenlos weite Universum. Denke an dein Bauchinneres, an den Nierenbereich.
diese Weise bist du mit dem Universum und mit allen Menschen verbunden. Betrachte gedanklich deinen ganzen Körper. Atme tief durch die Nase ein. Atme lang und ruhig durch den Mund aus. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Atme nun in natürlicher Weise durch die Nase ein und aus. Deine Aufmerksamkeit ist ganz auf den Atem gerichtet. Spüre die Einatmung, die Ausatmung. Atme frei von Zielen und Vorstellungen. Der Atem durchströmt deinen Körper in natürlicher Weise. Beobachte, wohin der Atem fließt, wie er sich in deinem Körper anfühlt, sich ausbreitet. Beobachte den Fluss des Atems und den Fluss der Energie Qi. Die Atmung ist wichtig für dein Leben. Sie steht für das Leben. Atme weiter in natürlicher Weise ein und aus. Spüre, wie du dich im gleichmäßigen Rhythmus deiner Atmung immer weiter öffnest. Immer weiter und weiter. Als wolltest du deinen Kontakt nach außen intensivieren. Ganz von selbst beginnen deine Sinnesorgane zu erwachen. Nach und nach werden sie immer empfänglicher. Sie gewinnen an Sensibilität. Sie nehmen immer klarer wahr. Über den Winter hat dein Körper eine lange Pause gemacht. Nun im Vorfrühling jedoch wird er neu belebt. Du kannst spüren, wie mit der Wärme und dem Licht des Frühlings alle Zellen deines Körpers geweckt werden. Es ist, als würden sie nach dem Erwachen noch einmal gähnen und im selben Moment neu geboren sein. Lass deinen Hörsinn langsam wach werden. Nimm die Geräusche deiner Umgebung wahr und auch die Stimme, die du gerade hörst. Lausche
dem Erwachen der Natur. Vielleicht hörst du den Gesang eines Vogels oder das zarte Säuseln der Bäume im Frühlingswind. Nimm wahr, dass auch die Lebhaftigkeit der Menschen wieder steigt. In den Straßen und auf den Märkten, in den Ausflugscafés und auf den Feldern. Überall herrscht neue Regsamkeit. Sei tief konzentriert auf das, was deine Ohren dich hören lassen. Dem wiedererwachenden Leben in der Natur und in der Gesellschaft kommst du so ganz nah. Auch deinen Geruchssinn langsam erwachen. Atme ruhig und tief ein und nimm dabei die Gerüche deiner Umgebung wahr. Welche Düfte sind es, die deine Nase umströmen? Riechst du es? Die Düfte des Frühlings sind sehr besonders. Manche sind dir vielleicht neu, andere hingegen schon gut bekannt und vertraut. Manche Gerüche sind stark, andere eher wie ein sanfter Hauch. Öffne deine Nase weit, um alle Dinge in deiner Umgebung zu riechen und ihren einzigartigen Duft wahrzunehmen. Lass nun deinen Tastsinn allmählich erwachen. Spüre, wie die schon etwas leichtere Kleidung deinen Körper sanft bedeckt. Spüre die angenehme Reibung zwischen deiner Haut und der Kleidung. Spüre den Kontakt deiner Haut zur Außenwelt. Nimm bewusst die Temperatur und die Feuchtigkeit wahr. Ganz gleich, ob sich die heutigen Gegebenheiten warm oder kühl, feucht oder trocken anfühlen, begrüße sie freudig auf deiner Haut. Öffne schließlich auch deine innere Welt, dein Herz. Was immer im Winter geschehen ist, lass es hinter dir. Genieße mit allen Sinnen den heutigen Tag, den jetzigen Moment. In der Zeit des Vorfrühlings wird langsam alles wach. Sicher hast du es schon längst erfasst.
Es ist die beste Zeit für Veränderungen. Befreie dich von Stagnation und Müdigkeit. Lass deinen Geist, dein Herz leicht und frei werden. Lass dir für diese Veränderung die Zeit, die du brauchst, und genieße jede neu gewonnene Beweglichkeit und Flexibilität aus ganzem Herzen. Verweile noch ein wenig in der tiefen Entspannung deines Körpers. Deine Gedanken bewegen sich frei. Atme tief durch die Nase ein. Atme lang und ruhig durch den Mund aus. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Öffne langsam deine Augen. Bewege sanft deine Hände. Nimm die Veränderung wahr, welche die Meditation zwischen dem Äußeren und deinem Inneren bewirkt hat.